Hi, ich bin der Pablo. Ich bin Editor, das heißt, dass ich Filme schneide und zwar alles, was man aufnehmen kann in bewegter Form. Damit beschäftige ich mich den ganzen Tag und oft auch die ganze Nacht. Mein kreativer Prozess fängt meistens damit an, dass ich auf den Tisch ein Storyboard bekomme, zusammen mit einem Briefing. Das beschreibt beides zusammen dann ungefähr den Film, den der Regisseur oder die Produktion sich vorstellt. Oft gibt es dann einen Moodfilm zum Beispiel. Es ist ein Film, der geschnitten wurde, der so ähnlich sein soll wie der Film, den ich dann produzieren soll, den ich schneiden soll. Noch schöner als dieser Normalfall ist es, wenn ich beim Dreh oder in der Vorproduktion mit dabei sein kann, weil ich da meine Ideen schon mit einbringen kann in der Vorplanung und man das dann beim Dreh berücksichtigen kann. So oder so, nach dem Dreh bekomme ich erstmal einen Haufen Festplatten und Speicherkarten. Wenn das alles runterkopiert ist, lade ich mich ins Schnittprogramm rein und dann ist es erstmal chronologisch sortiert. Chronologisch nach Dreh, weil beim Dreh wird natürlich nicht so gearbeitet wie später der Film. Das heißt, ich muss erstmal hergehen und mir den Film so sortieren, wie er später auch ablaufen soll. Als nächstes fange ich dann an, das Material, was dann chronologisch vor mir ausgebreitet liegt und sortiert schon ist. Ich nenne es immer destillieren, weil ich hergehe und alles rausschmeiße, was nicht gewünscht ist im Bild. Damit wird die Timeline noch kürzer. Heißt, es ist noch übersichtlicher. Wenn Feedback kommt, wenn extra Wünsche kommen, kann ich noch schneller eben den Schnitt umbauen und die Alternativen raussuchen und in den Schnitt einbauen. Deswegen finde ich es besonders wichtig, organisiert zu arbeiten. Die erste Version, die ich dann als für mich fertig betrachte, ist dann die, die erstmal der Kunde zu Gesicht bekommt und der Regisseur natürlich. Und wenn dann Version 2 und Version 3 meistens raus sind, dann ist der nächste Schritt, dass dieser Schnitt in die Farbkorrektur geht und in Sounddesign. Und wenn die Schritte alle fertig sind, kommt das wieder zurück zu mir und ich baue das alles zusammen. Da gibt es noch technische Schritte, wie verschiedene Formate rechnen für verschiedene Plattformen. Das ist dann nur noch Technik. Sobald dann die Endabnahme durch ist, ist das Ding von meinem Tisch und ich kriege neue schöne Aufgaben. Es gibt Kuchen, ja. So, wer will denn das erste Stück, Mali? Das ist für dich. Nee, verteil ruhig erstmal. Danke sehr. Ja, das ist geil. Alt. Aber 30 ist das neue 20, ne? Oh, sieht fast danke. Lebe. Okay, ich brauche keine Gabel. Weißt du noch, was wir in der einen Folge hatten, als ich bei dem Dreh war und erzählt habe, dass wir auf die Glaswand hologrammmäßig was drauf machen? Das machen wir gerade, darum kümmern wir uns. Wir haben einen Vorschlag gesendet, also das Design, was später auf diese Glaswand animiert wird, damit es sehr futuristisch aussieht. Es geht ja ums Jahr 2030 und haben auch den ersten Vorschlag schon verschickt und Feedback bekommen. Und das bespreche ich jetzt mal mit Peter, damit wir da weitermachen können. Genau, wir hatten ja bei dem Dreh die Glaswand hingestellt, hatten da so einen kleinen Tracking-Point drauf gemacht. Man sieht es ja auch ganz gut, wo Glas ist und wo dahinter die Fenster sind. Ich finde, es funktioniert ganz schön und schlagen jetzt das Design vor, was eben drauf kommt. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn die Zeilenabstände gleich wären, wenn wir noch ein bisschen mehr Branding reinbringen können, was die Farbe betrifft, also ein bisschen mehr Rot. Und dann eben die Ergänzung von passenden Grafiken. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie du es da schon gemacht hast. Das Gebäude ist schon gut. Ich glaube, das passt ganz gut zur Gewerbeversicherung. Die anderen waren ja total random. Deswegen wäre es da ganz gut, wenn wir noch passendere Grafiken hätten. Ich habe auch überlegt, dass ich ein komplett neues Design machen lasse. Das wäre ein bisschen mehr in die Richtung von wirklich 2030 gehen, diesem Clean Design, was ich dir gezeigt habe. Mhm. Okay, ich mache einen Briefing und gebe dir Bescheid. Ja. Cool, danke. Was passiert? Das hier ist der kleine Mini Blue, ein Mini Mindy. Der wird jetzt ab und zu mal mit ins Büro kommen. Bisher funktionieren Meetings noch gar nicht. Das bedeutet, dass wir gerade mit dem Videomeeting waren und jetzt tatsächlich rausgehen mussten, weil das einfach zu hektisch war. Er fiepst dann nämlich ganz doll. Aber ansonsten ist es ein ganz kleiner, süßer Australian Shepherd, der irgendwann auch mal kniehoch wird und dann von allen geknuddelt werden kann. Wie bist du auf den Namen gekommen? Tatsächlich war Blue eine spontane Entscheidung. Eigentlich war es mal Coco oder Champion. Okay. Und dann gestern dachte ich irgendwie Blue. Einfach so, dann? Einfach so, ja. Pro Insel einer, Martin. Pro Insel einer.